Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. In der letzten Folge habe ich ja mal wieder ein paar Level in der Mine verloren. Heute habe ich extra Glück. Na, danke. Okay, gerade mal kurze Inspektion, was hier so abgeht. Ich glaube, ich habe die Tulpen fertig. Jetzt will ich aber erstmal wissen. Ich habe den Dinger gebaut und gar nicht geguckt, wie viel der wässern kann. Wässert die 24 angrenzenden Teile jeden Morgen. 24. Das ist ja witziger als 23. So. Und was ich heute auch noch gucken kann, ist ja hier Dings. Wegen dem Kuhstall. Wie viel ich da brauche. Die war ja letztes Mal hier in ihrem Aerobic-Dingsbums, ne? Achso. Senden Sie mal das Zeugs hier mal weg. Okay. Das heißt, ein Feld habe ich schon mal weniger wieder. Jetzt wollte ich gerade sagen, hä? Sind da schon Bohnen fertig? Aber nö, sind sie nicht. Potato. Nix Banana. Könnten aber auch wenigstens noch ein paar mehr rauskommen. So. Hallo? Ach so. Jede Farbe braucht einen eigenen Platz. Schon am Start gehabt. So. Wenn ich jetzt den Iridium-Sprinkler hierhin mache. Warte mal, 24. Einmal drumherum sind 8. Müsste ich ihn dahin machen, oder? Dann müsste das eigentlich passen. Und die 8 in der Mitte. Dann bin ich bei 28. Wisst ihr was? Ich lasse den jetzt einfach mal da stehen und guck mal, wie viel davon dem Ding hier dann in der nächsten, am nächsten Tag hier gewässert ist. Weil ich gerade einfach zu blöd bin, um das richtig auszubaldowern. So. Apropos Ausbaldowern. Bei der Folge von Horizon Zero Dawn am Montag, da hatte ich ja mal wieder einen Cut drinne, weil mein... Geh weg. Alter! Lass mich das scheiß Ei einsammeln. Ach, das... Okay. Ich mach erstmal das Inventar leer. Auf jeden Fall hatte ich da ja... wieder ein Cut drin, weil da wieder irgendwas mit dieser HDCP-Erkennung gewesen ist. Und ich verstehe das ums Verrecken nicht. Immer noch nicht. Weil normalerweise dürfte man ja eigentlich gar keine Filme mit dem Aufnahmeprogramm angucken können, aufnehmen können. Weil die sind ja HD...
HDCP verschlüsselt. Noch beschissener könnte man das nicht benennen. Da muss ja Zungebrecher hier, ne? Und auf jeden Fall habe ich es halt mal ausprobiert, ob das geht. Und das funktioniert komischerweise. Also ich weiß immer noch nicht, was ich da machen kann, dass mir das Ding nicht einfach sagt, hör hier, HDCP-Verschlüsselung kann ich nicht aufnehmen. Weil das war ja, ich meine, ich habe da fast 20 Minuten schon aufgenommen gehabt und auf einmal kommt dann das Ding, hey, jetzt auf einmal darfst du nicht mehr. Was soll die Scheiße? Verstehe ich nicht. So, warum hatte ich da eigentlich noch einen Eisenbarren drin? Weiß ich nicht. Ich habe auch einen Haufen Kohle hier drin. So. Ich könnte nämlich wetten, für den Kuhstall brauche ich aber da irgendwie Eisen, Gold, keine Ahnung was. Aber das mit der HDCP-Verschlüsselung, das wollte ich halt einfach auch mal gesagt haben, weil das ist echt verwirrend. Deswegen habe ich jetzt gerade auch nochmal auf meinen Rechner geguckt, ob der nicht schon wieder abgebrochen hat und rumheult. Aber der Vorteil ist, wenn ich beim Rechner bin, dann sehe ich nämlich direkt auch die Aufnahmeleuchte. Die sehe ich nämlich nicht bei der PlayStation. Da steht das Ding zu weit weg. So. Jetzt mal gucke. Wahrscheinlich 25.000 oder so irgendwas für der Kuhstall. Ist eigentlich der Hühnerstall. Ah, den Hühnerstall habe ich schon vergrößert, gell? Sonst könnte ich gar keine Enten. Stimmt, das hier ist nämlich der kleine. Ah, was? Nur 6.000? 350 Holz, 150 Stein. Ja gut, das müsste ich ja haben, ne? Aber dann brauche ich noch mal ein Silo. Deluxe Cube. Automatisches Fütterungssystem. Und schaltet Hasen frei. Lass mich mal kurz mal mein Bart kratze hier. Wie wäre es eigentlich in der nächsten Folge? Ich schalte hier Hasen frei. Und hau da so ein paar Hasen auf meine Farm. Das Holz und den Stein, habe ich das dazu? Oder mache ich erstmal hier Kuhstall? Gut, das mit dem großen Hühnerstall, das kommt halt drauf an, wie viel Kohle ich jetzt aus den Kartoffeln und dem ganzen anderen Zeug mache. Nee, warte. Das lasse ich mal lieber, dass ich da jetzt reingehe. Denn ich habe mich mal wieder nicht vorbereitet. Das mache ich jetzt irgendwie erstmal, dass ich mir noch so ein paar Dingelchen einpacke, damit ich meine Lebensenergie wieder hochpumpen kann, wenn mich zu viele von diesen blöden Schleimen und so treffen. Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal ein paar Level zu verlieren. Was ist denn das für eine Kacke hier? Blödes Quarry-Dings. Wann gibt's da wieder Mineralien zum Abbauen? Das sind immer nur Steine. Und vielleicht mal ein Kupfer- oder ein Eisending. Das ist voll Kacke. Einmal hatte ich jetzt Iridium dort. Ein Specht.
Nun denn, wenn da nichts Mineralienmäßiges ist, gucke ich einfach mal jetzt nach Dalea. Warte, Mittwoch. Brauche ich gar nicht gucken. Achso, ne, ist ja noch nicht da. Aber ich glaube, die gehen auch mittwochs dahin, oder? Ich weiß, ich habe der schon. Na, guck da, jetzt geht die zur Arbeit. Ich habe der schon alle Dingens hier gegeben. Geschenke für diese Woche. Aber ist ja egal. Hier ist sie nicht. Ich war der Meinung, die steht im Frühjahr eigentlich immer am Meer. Na gut. Na, Schätzelein, was geht? Hallo Patrick, ich habe gerade über dich und die Farm nachgedacht. Ja, und was geht da ab? Ich habe mir nur vorgestellt, wie großartig es sich anfühlen muss, einen Haufen zu futtern zu ernten. Ja. Das Problem ist nur, ich mache mir da nichts zu essen draus und verreckt dann immer irgendwo. Die tun gar nichts. Komischen Bäume da. Was könnte ich noch tun? Ah, hups. Mal gucken, ob sie noch rausgehen. Ich hab der Stall zugelassen. Scheiße. Noch einen Haufen anderes Zeug vergessen. Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist, aber ich pflanze es mal ein. Mist, ich hätte es da einpflanzen sollen, da wird es ja eh gegossen. Idiot. Nur mal so am Rande. Okay. Die wollen schon gar nicht mehr raus. Na gut, dann halt nicht. Seltsam. Ich denke noch irgendeinen Schwachsinn, wo ich. Verdammt. Okay. Ich muss mir, glaube ich, mal so eine Geodenkiste machen und da mal die ganzen Geoden reintun. Weil ich habe. Allein schon von dieser Omnegeode habe ich ja schon 8 Stück. Da habe ich 4 Stück. Magma-Geoden habe ich auch einen Haufen. Dann habe ich noch hier, wo sind sie denn? Frozen-Geoden habe ich auch noch irgendwo. Ha, da ist er. Da sind auch nochmal 10 normale Geoden. Und das wäre eigentlich heute ein perfekter Tag gewesen, mit dem bisschen extra Glück, dass da auch gescheites Zeugs rauskommt, ne? Naja, habe ich's halt mal wieder verkackt. Cool. So. Dann kann ich ja gleich nochmal hier ein Eisen in Auftrag geben. Hoppla. So, und den Lilane da, den muss ich auch noch behalten. Weil, ganz einfacher Grund, damit baue ich mir dann jetzt die Life Potions. Die normale, da kann ich habe da, Mr. Bürgermeister. Finde ich voll krass, dass der Bürgermeister zu einem nach Hause kommt und hier das Zeug abholt. Hm.
Okay. Ja, da ist ein bisschen knapp. Ja, gut. Ich bin aber zumindest mal froh, dass ich mir diese Pilzdings da in die Mine habe stellen lassen oder in die Höhle. Weil dann kann ich mir Lebenselixiere machen. So ähnlich wie jetzt bei No Man's Sky, wo ich mir endlich die Suspensionsflüssigkeit machen kann, damit ich mir eigene Warpzellen herstellen kann. Das war ja immer so ein Hickhack da, die scheiß Suspensionsflüssigkeit kaufen zu müssen, sag ich mal, für was weiß ich wie viele 10.000. Und dann nur einmal warpen zu können. Gut, ich habe nicht mehr so viel Platz im Lager dort. Das ist blöd. Gut, die andere Sache ist auch die, ich muss ja erstmal bei dem, wenn ich jetzt hier dran denke, muss ja erstmal dran überlege, wo ich jetzt den Stall hinstelle. Für die Kühe. Außerdem muss ich drauf gucken, dass mal diese blöden Bäume da wachsen. Baumstämme, wollte ich gerade sagen. So, mache ich das auch mal noch rein. Ich habe nur noch eine von denen hier. Ach, dann kriegt Lea halt einen Löwezahn. Ist auch egal. Nächste Frage ist halt, ich muss immer noch gucken, was ich noch dem Zauberer geben kann. Ich kann dem nicht immer die ganzen Entenfedern geben. Weil die waren, glaube ich, auch für irgendwas gut. Cool. Fast 8000. Ich überlege gerade, reicht das jetzt schon für den Premium-Hühnerstall? Wie viel hatte ich denn vorher? Verdammt. Keine Ahnung. Aber selbst wenn es nicht dafür reicht, ich kann mir immer noch den Kuhstall bauen. Das wird jetzt das nächste Projekt. Und dann muss ich mir mal irgendwie ein Lagersystem überlegen. Zum Glück kann man die Kisten ja hier einfärben, ne? Dann ist das auch leichter erkennbar. Muss ich mir bloß die Farben merken. Das klappt bestimmt genauso gut wie die Zahlen sich zu merken bei No Man's Sky. War hier das Eisen drin? Nein. War da das Eisen drin? Nein. War da das Zeug drin? Nein. Also darf ich trotzdem rumsuchen. Aber es wird wenigstens bunt. Allerhop. Bis dann.